In Münster sieht man sie jetzt überall. Die Fahrräder mit dem blauen Vorderreifen, die Swapfeeds. Alena Mehlte, Chefin am Standort Münster, erklärt, wie das Konzept funktioniert. Also Swapfeeds ist das erste Fahrradabo in Deutschland. Das bedeutet, für einen monatlichen Betrag bekommt man bei uns ein Fahrrad, das immer funktioniert. Das heißt, wenn was kaputt geht, ein Platten oder das Licht ist kaputt, dann ruft man uns an, man kann uns schreiben und wir vereinbaren dann einen Termin, kommen vorbei und reparieren das Ganze. Die ursprüngliche Idee kommt jedoch eigentlich gar nicht aus Münster. Genau, das ist ein holländisches Konzept, wurde vor 4 Jahren von Dirk, Richard und Martijn gegründet und die saßen eines Tages zusammen, wir haben zusammen studiert, saßen in einem Café und haben einen Studenten auf einem ziemlich klapprigen Rad vorbeifahren sehen und gedacht, der Arme, der muss jetzt gleich in die Werkstatt. Deswegen haben sie sich überlegt, es muss noch irgendeine Möglichkeit geben, wie man dem helfen kann und haben so Bike as a Service entwickelt. Dieser Service wird von den Münsteranern sehr gut angenommen. Immer mehr Menschen entscheiden sich für das gemietete Fahrrad. Sehr zufrieden. Also ich war jetzt schon ein paar Mal hier, wenn irgendwie Kleinigkeiten waren, eine Speiche rausgebrochen und es wird immer alles sofort gemacht. Na, dass man immer einfach eine Nachricht schreiben kann und dann kommen die Leute zu einem und reparieren das und man hat halt keinen Stress. Die Fahrräder sind an einem ganz bestimmten Merkmal immer gut zu erkennen, dem blauen Vorderreifen. Auch eine Geschichte, die sich die drei Gründer ausgedacht haben damals. Dann gab es einen WhatsApp-Chat zwischen drei Jungs. Ja, welche Seite vorne, hinten, vorne? Ja, okay, alles klar. Und so ist der Blaureifen geworden. Da Münster als Fahrradstadt Nummer 1 gilt, entstand die erste deutsche Zweigstelle auch hier. Mittlerweile ist Swapfeeds aber auch in 9 weiteren deutschen Städten vertreten. Bis Ende des Jahres gibt es noch 10 weitere Städte. Das heißt, so langsam bevölkert Swapfeeds auf den deutschen Markt. Seit letzten Sommer gibt es uns auch in Dänemark und auch in Belgien seit letztem Jahr. Das heißt, überall da, wo viel Fahrrad gefahren wird, ist ein Markt für Swapfeeds. Auch in Zukunft hat das Startup noch einiges vor. Vor allem die Verbreitung und die Produktvielfalt stehen dabei im Mittelpunkt. Also dieses Jahr werden wir auch E-Bikes nach Münster bekommen, Mitte des Jahres. Wir arbeiten gerade an einem Produkt für Business, also ein B2B-Produkt, wo man das Fahrrad als Firmenfahrrad für Mitarbeiter nutzen kann. Und da entwickeln wir gerade ein komplettes Konzept, um sozusagen diesen Markt auch abdecken zu können. Für die Zukunft kann man also noch einiges erwarten.